Liebe Frau Teuteberg, bitteschön. Ja, der Vorschlag, den die Europäische Kommission heute macht, der hat Licht und Schatten. Licht ist dabei, dass es überhaupt einen Vorschlag jetzt gibt, über den verhandelt werden kann. Was uns fehlt, was den Schatten bedeutet, ist allerdings, dass es noch gerade bei den typischen Knackpunkten an konkreten Vorschlägen fehlt. Nämlich, wie sollen die Staaten, die sich bisher sträuben, sich an einer gemeinsamen Asylpolitik zu beteiligen, jetzt überzeugt werden? Wie können wir Sekundärmigration, die eines der Hauptprobleme in Europa ist, wirksam eindämmen? Hier bleibt die Kommission noch eine Antwort schuldig. Und bei Frontex, wo zwar eine Stärkung vorgesehen ist, das begrüßen wir, gibt es aber keinen neuen Legislativvorschlag. Das heißt, es wird unterlassen, jetzt Frontex zu einer wirklichen eigenen europäischen Grenzschutzbehörde mit eigenen Handlungsbefugnissen weiterzuentwickeln. Das ist aber notwendig für einen wirksamen Außengrenzschutz. Und es bleibt vieles noch sehr im Wagen, nämlich auch die Frage, wie soll die Koordinierung von Rückführungen aus europäischen Mitgliedsländern funktionieren. Bloße Schlagworte wie Abschiebepatenschaften sind hier sehr vage und zu wenig konkret. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, jetzt voranzugehen, die Verantwortung als deutsche EU-Ratspräsidentschaft wahrzunehmen und mit praxisrelevanten Vorschlägen dafür voranzugehen, wie können diese Hauptprobleme gelöst werden. Wie kann sekundär, also Binnenmigration innerhalb Europas, begrenzt werden? Wie kann Schlepper- und Schleuserkriminalität wirksam bekämpft werden? Und wie kann eine bessere Zusammenarbeit, die nicht auf das alte, gescheiterte Dublin-System weiter zurückgreift, aussehen bei der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und der Verteilung der Schutzsuchenden? Hier ist die Bundesregierung jetzt gefragt, wirklich auf andere Staaten zuzugehen und genau dadurch diejenigen, die sich sträuben, zu überzeugen. Vielen Dank. Gibt es Fragen zur Migrationspolitik? Dann vielen Dank für Ihr